Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich wie immer, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich Lust mit euch ein paar super coole Zellen zu kreieren. Wir werden heute Half Cup machen. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Half Cup eignet sich immer wunderbar dazu, übrig gebliebene Farbe aufzubrauchen. Wie ich in all meinen Videos immer sage, geht wirklich umsichtig mit euren Materialien um. Ich möchte nichts verschwenden. Ich habe hier noch ein bisschen Primary Magenta, Hellrosa, Schwarz, Gelb und Aqua Blue. Und damit werden wir jetzt ein super cooles Zellenbild zaubern. Viel Spaß dabei! Dann lasst uns loslegen. Ich beginne mit ein bisschen Schwarz für die Mitte. Das reicht uns auch schon. So, wunderbar. Hier können wir unseren Half Cup drauf platzieren. Und nun, wie gewohnt, layern wir unsere schönen Farben. Ich habe heute Lust, mit Gelb zu beginnen. Dann möchte ich Primary Magenta. Das ist so eine schöne Farbe. Primary Magenta von Amsterdam ist wirklich toll. Das kann ich nur empfehlen. So. Oh, guck mal, die Zellen poppen jetzt schon. Ja, das ist super cool. So, wir brauchen gar nicht mehr so viel Farbe, weil wir heute eine relativ kleine Leinwand haben. Noch ein bisschen Magenta. Jawohl. Mehr brauchen wir schon gar nicht. Ich mache jetzt gerne eine kreisende Bewegung, um den Cup abzuziehen. Guckt euch das mal an, das gibt immer einen super schönen Effekt. So. Jawohl. Gut. Ein ganz kleines bisschen schwarze Base nehmen wir, um unserer Farbe ein bisschen beim Fließen zu helfen. Das kennt ihr schon von mir. Insbesondere halt wichtig hier bei den Ecken. Ansonsten haben wir natürlich genug Farbe auf unserem Bild. Und nun, ihr Lieben, möchten wir mal gucken, was sich darunter verbirgt. Ich schnapp mir meine Heat Gun. Und dann schauen wir mal. Ja, das dachte ich mir. So, bevor wir weitermachen, möchte ich unser Bild ein kleines bisschen ausspinnen. Ja, das ist super cool. Das ist super cool. Schaut euch mal die Farben an. So, wir helfen hier den Rändern. So, die Ränder sind überall toll gecovert. Jawohl. Nun möchte ich aber noch gucken, ob sich da nicht noch ein bisschen etwas verbirgt.
Mit der Heatgun funktioniert das immer super gut. Ich meine, das ist so cool. Das ist wirklich wie Magie. Wir sehen alle unsere Farben. Es hat sich nichts vermischt. Wir haben unser wunderschönes Magenta, unser Türkisblau, das Gelb ist uns erhalten geblieben, das Schwarz, das Rot. Es ist toll. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Wir haben super coole Zellen kreiert. Nun denn, meine Lieben, wir sind am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich liebe das. Ich liebe, liebe, liebe das. Half Cup könnt ihr immer verwenden, um etwaige Farben aufzubrauchen. Ihr seht hier, ich möchte nichts wegschmeißen. Meine Materialien sind mir wirklich sehr kostbar. Und das ist einfach eine Möglichkeit, so coole Bilder zu machen. Die Zellen haben super gut funktioniert. Ihr habt gesehen, ich bin nur ganz kurz mit der Heatgun drüber gegangen und schon sind sie gepoppt. Ich liebe das. Ich liebe das Ergebnis. Wenn ihr es auch so sehr liebt wie ich, lasst mir gern Daumen nach oben da. Ich verlinke euch noch weitere Videos hier oben zum Zellbuilding. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Macht's gut, ihr Lieben.